Jetzt will die den Reik heiraten. Den Reik, oh, weil sie den liebt. Liebe, wer macht denn sowas? Das ist doch gar nicht mehr in Mode. Na, warum gibt's denn so einen Haufen Singles? Das muss doch einen Grund haben, hä? Oder? Oh. Wer seine große Liebe behält, kommt nie zur Ruhe. Aber man will doch auch einfach nur mal wohnen, hä? Wenn der Föhn zu heiß läuft, gibt's einen kurzen Fertsch. Das hier. Das ist der Schlüssel von Herrn Professor Dr. Rosberg. Da machst du immer gleich früh als erstes hin, nicht wahr? Da ist dann noch ein Schlafanzug, hä? Na, nicht, was Sie jetzt denken. Nein, nein. Na, nicht hier etwa der Sittenfifi oder was. Das ist ein ganz anständiger Mann. Hochintelligent. Fährt VW-Passat, trinkt nur Weißburgunder. Leider schon früh. Oh, wissen Sie, beim Herrn Professor, das ist meistens nicht so sehr viel. Akademiker schmutzen bloß im Kuppe. Dem Haken schmeckt schon seit Geburt. Er braucht die Bank für sich allein. Er spritzt sich zwischen jedem Happen Insulin in sein Bein. Der Bruder von Reik bohrt ganz tief in seiner Nase und schnipst seine Entdeckung in die Blumenvase. Die Sunny kriegt frische Ware vom Drogendealer Tom. Der war zwar nicht geladen, ist aber trotzdem gekommen. Ich habe dem Kinde alles, was man als Mädchen und späterhin auch als Frau drüber wissen muss, beigebracht. Ich habe immer gesagt, Kind, wecke nie was ein, wenn du deine Tage hast. Schlechte Milch geht immer noch für einen Eierkuchen. Vorsicht vor der Tanzmöhre. Menschen mit zusammengewachsenen Augenbrauen sind hinterhältig. Wenn du eger Fassbrase trinkst und Eis isst, da platzende Gedärme. Wenn du eger schielst, das bleibt immer still. Mache die Augen zu, da siehst du, was deine ist. So, und dann, Frauen reden am Tag ca. 5000 Sätze, Männer vielleicht 50, und davon ist die eine Hälfte, Schatz, wo sind meine Socken? Und die andere, das war nie im Leben abseits. Daran kann man sich gewöhnen, bitte. Als der Zirkus in Flammen stand, als der Zirkus in Flammen stand, sah ich selbst in aller Ruhe aus der Ferne das Getue, als der Zirkus in Flammen stand. Eine Löwin wär fast verbrannt, weil sie nicht mehr den Ausgang fand. Doch die meisten dieser Biester sprangen brüllend durchs Geknister, als der Zirkus in Flammen stand. Die Menschen kreischten lauter als die Affen, 14 Tiger rannten in die Stadt. In den Drähten hingen zwei Giraffen, 28 Kinder traten an Platz. Und ich habe nicht jens heiraten. Ja, ne, bin ja selber verheiratet, ne? Ja, ne, immer, na, nicht nur als Gewohnheit hier, oder was? Nee, nee. Gut auch, aber ich will mal sagen, ich soll Ihnen das mal sagen, das ist so, wie soll ich das jetzt mal aus? Ich liebe meine Frau. Ja, gut, ey, okay, ja. Doch, aber ist so. Nach 30 Jahren hört sie jetzt vielleicht putzig an. Ist es sicher auch, aber ich kann es nie ändern. Nee, will ich auch nicht. Ich habe hart dafür gearbeitet. Einer ist immer der Dumme. Einer muss es tun. Einer ist immer der Dumme. Einer ist es immun. Die Kröte war einst sehr betrogen. Ich will Ihnen mal eins sagen. Keiner meiner vier Ehemänner hat mich jemals auch nur einen Moment lang ungeschminkt gesehen.
Die wissen bis heute nicht, wie ich aussehe. Ja, hören Sie mal, eine anständige Frau geht nicht mehr ungeschminkt ans Telefon. Haltung, meine Damen, auch wenn's weh tut. Wenn ich heute manches Mal diese modernen Mütter sehe, wie sie ihre ungeimpften Belger zum Kindergarten schleifen, fetsches Haar, Schnipsgummi, Lapperbüchse, verquollen, krümeläugig, hohlwangig und natürlich nur auf die Rundumversorgung des Kindsvaters und Ehemannes aus. Also da möchte ich manches Mal der einen und übrigens auch der anderen sagen, mein liebes Mädchen, das war nicht das, was du deinem Auserwählten versprochen hast, als du dich im weißen Kleid ihn verliebt anlächelnd zum Traualtar führen ließest. Oh nein! Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Haus. Ich zieh mir meinen Blaumann an und feg die Stube aus. Das Essen kochen kann ich wohl, ja so vergeht die Zeit. Wenn Mutti dann von Arbeit kommt, steht's auf dem Tisch bereit. Wenn ich in ihrem Sessel sitz, dann male ich mir aus, wie Mutti ich zum Teufel schick und mach ihr den gar aus. Ich würde zu den... Ey, das war schwer. Ich musste regelrecht abtrainieren. Heute habe ich mich im Griff. Erstens wäre ich vielleicht schon tot vom vielen Arbeiten, ne? Seltsam ist nur, dass mir das geneidet wird. Auch von denen hier im Haus, dass ich das mache, was ich mache. Also nichts. Ne? Wissen Sie, wie sehr ich mich sehne nach einem geregelten, geordneten Alltag? Ne, wenn jetzt mal früh der Wecker klingelt, also dass überhaupt ein Wecker klingelt und man schön noch im Dunkeln aufstehen kann und dann ins Bad gehen und dann ist der Föhn kaputt, dann holst du deine völlig übermüdeten Kinder aus dem Bettchen, dann wenn die fertig sind, du willst gerade losgehen, haut sich einer nochmal die Kakaotasse schön über die Kledage, dann fängst du von vorne an, dann willst du losfahren, dann ist deine Autoausfahrt gerade zugepackt, ein Abschleppdienst dauert bis zum Nachmittag, nimmst du die Straßenbahn, die eine ist gerade weg, die nächste ist völlig überfüllt und die Leute riechen so komisch. Dann gibst du deine Kinder ab. Wenn du Glück hast und die machen nicht gerade Quarantäne oder wieder einen Streik, dann landest du irgendwann mal schön auf deiner Arbeitsstelle. Dann ist der Kaffee ausgeschlürft, musst du neu ansetzen, das Kopierpapier ist alle. Dann kommt der Chef und faltet dich erstmal zusammen und das alles für 1300 Euro brutto. Das gönne ich denen doch auch. Keine Lust, mit dir in Urlaub zu gehen. Keine Lust, in deine Seele zu sehen, denn in den Urlaub kriegst du mich nicht mit 10 Pferden. Und deine Seele kann mir ganz gestohlen werden. Hat keine Lust, dir dein Geschwätz zu verzeihen. Hat keine Lust, dein Schnuckiputzi zu sein. Und wenn du mit mir redest, mach es knapp. Und was noch besser wär, gewöhn's dir ab. Will ich jetzt auch mal äußern. Weil ich weiß nicht, was ich hier eher falsch mache. In dieser Gesellschaft und auch in meiner Familie. Ich bin jetzt seit 3 Jahren in einer Selbsthilfegruppe für mittlere Geschwisterkinder. Aber ich kriege das Trauma einfach nicht los. Hilfe kannst du nicht erwarten und immer, wenn was verteilt wird, bin ich blöderweise gerade nicht dabei. Wer hat sich denn die ganzen Jahre jubelisch eingebracht? Ne? Den meisten geht es nur noch um die Gnede. Eure Gnede, die könnt ihr euch in Zukunft in die Haare schmieren, wenn es in Zukunft keine Zukunft mehr gibt. Ich würde jeden Wolf in deinem
deutschen Wäldern domestizieren. Ich werde Glücksratgeber lesen, ohne den Verstand zu verlieren. Ich würde Krankenhauskeime einzeln in Gläschen sammeln, als auf Sylt tot über der Düne zu bammeln. Schauen Sie mal, bei uns an der Klinik, da arbeiten ja jetzt so viele Kollegen aus Indien und so, ne? Und die Patienten wollen sich von dem partout nicht operieren lassen. Wir brauchen jetzt viel mehr Narkosemittel, weil die Patienten aus lauter Angst vorm schwarzen Mann nicht einschlafen. Wir zählen manchmal bis 100. Das sind die immer noch wach. Aber schauen Sie, Fortpflanzung, das muss man doch heute nicht mehr selber machen. Ne, das geht alles maximal optimiert. Die Zutaten einmal weggefrostet, reicht für ewig. Dann bei Bedarf ab ins Reaktionsglas oder in die Petra-Schale. Ja? Frau Althoff, da können Sie noch einmal Mutter werden, wenn Sie schon tot sind. Na, gucken Sie sich doch einmal um. In der Fußgängerzone oder auf den Spielplätzen. Nur noch Zwillinge. Na, denken Sie, die sind selbst gemacht. Am Boden vor dem Tor steht ein Lippenbuch. Ich trage in so einem schockenden Blick so manchen süßen Traum. Ich schnitzt um seine Runde so manches süße Wort. Zogen vor den Leuten zäh mich eben vor. Zäh mich eben vor. Oh, Lindenberg, Anne Lindenbaum, das war der Kollege.